Hallo, ich bin Helena von testberichte.info. Heute ein kurzes Fazit zu der Kritzner 788. Die Overlock-Maschine wird geliefert mit einer Bedienungsanleitung, 5 Sonderfüße, auf die gehen wir später ein, einer Abdeckhaube, einer Zubehörbox mit verschiedenen Zubehörteilen. Bei der Maschine liegen schon 4 Garnrollen bei. Die Maschine wird eingefädelt geliefert, sodass, wenn man die Maschine ausgepackt hat, direkt anfangen kann zu nähen. Die Overlock-Maschine verfügt über viele Einstellungsmöglichkeiten. So haben wir zum Beispiel hier Drehregler für die Stichbreite und die Stichlänge. Man kann hier den Differentialtransport einstellen. Das ist die Transportgeschwindigkeit des Stoffes beim Nähen. Wir können hier das Messer hinzunehmen oder abschalten. Das ist auch sehr praktisch, zum Beispiel bei T-Shirt-Nähten, wenn man das Messer nicht immer benötigt. Nicht alle Maschinen haben das. Das sollte man darauf achten, wenn man eine Overlock-Maschine kauft. Wir haben hier einen Schalter für den Pressdruck. Wir haben hier Drehregler für die Garnrollen. Wir können natürlich jeden einzelnen Faden separat variieren oder separat steuern. Wir haben hier auch einen Knopf. Mit dem kann man dann den Druck für alle Schalter lösen. Das ist beim Einfädeln ganz praktisch. Auch sehr schön bei der Maschine ist diese Freiarmabdeckung. Wenn man die abnimmt, kann man dann hier Nähte nähen, die geschlossen sind, wie zum Beispiel Ärmel oder bei Hosennähten. Wie bereits erwähnt, liegen der Overlock 5 Sonderfüße bei. Zu diesen Sonderfüßen gibt es auch extra Anleitung. Für eine Anfängerin ist es vielleicht nicht so ganz einfach, mit diesen Sonderfüßen zu hantieren, aber wenn man den Dreh raus hat, kann man zum Beispiel Gummi dran nähen, kann man Perlen dran nähen oder schöne Kräuselnähte herstellen. Das Einfädeln bei einer Overlock-Nähmaschine wird ja allgemein gefürchtet, gerade bei den Anfängerinnen, weil es nicht so ganz einfach ist. Bei dieser Nähmaschine wurde es eigentlich ganz schön gelöst. Da wird jedem Faden eine Farbe zugeordnet und man hat hier bei den einzelnen Löchern oder Ösen die Farbpunkte und man muss mit dem Faden die einzelnen Punkte dann abfahren. Durch das Wegnehmen von den einzelnen Fäden kann man auch von einem 4-Nahtstich auf 3-Nahtstich umschalten. Die Kritzner Overlock Nähmaschine 788 ist sehr hochwertig und robust verarbeitet. Alle Ecken und Kanten sind abgerundet, man bleibt mit dem Stoff nirgendwo hängen. Die Maschine steht sehr sicher auf dem Tisch, auch bei schnellen Nähgeschwindigkeiten verrutscht sie nicht. Mit der Einspannhilfe wird das Einfädeln auch sehr erleichtert. Die Testergebnisse haben uns überzeugt, auch nach bereits wenigen Einstellungsversuchen hatten wir schon sehr gute Testergebnisse erzielt. Der einzige Kritikpunkt bei dieser Overlock-Nähmaschine ist die Gebrauchsanweisung. Die ist schon sehr, sehr kurz gehalten. Gerade für Anfängerinnen ist es recht schwer, sich da zurechtzufinden. Wir haben uns gewünscht, an einigen Stellen ausführlichere Texte zu haben oder auch Bilder, vielleicht auch in echt und nicht nur als Piktogramme. Da haben manch andere Hersteller schon etwas mehr geliefert.